Schmerzen loswerden, schmerzfrei sein, das wünscht sich natürlich jeder. Und auch am Lebensende ist das einer der größten Wünsche. Dem hat sich die sogenannte Palliativmedizin verschrieben. Patienten, die an unheilbaren Erkrankungen leiden, will sie die Schmerzen nehmen, einen Mantel um sie hüllen, wie palliativ übersetzt werden kann. Jeder Sterbenskranke hat einen gesetzlichen Anspruch auf eine palliative Versorgung, und zwar zu Hause. Und wie segensreich das sein kann, das möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Fernsehen ist jetzt Laura Denzers Hauptbeschäftigung. Selbst ein Buch zu halten, würde die 19-jährige Stahnsdorferin zu sehr anstrengen. Drei Chemotherapien und Bestrahlung haben bei der jungen Frau den Krebs nicht besiegen können. Jetzt wird sie palliativ behandelt, zu Hause. Da ich das letzte Jahr ziemlich oft schon viel im Krankenhaus war, ist mir halt hier wichtig, dass ich meine Familie habe. Freunde können mich schneller besuchen, öfter. Ja, fühle mich einfach wohler. Dr. Knut Gastmeier ist unterwegs zu ihr. Der Anästhesist und Schmerztherapeut koordiniert die Arbeit des Palliativ-Care-Teams Potsdam und Umland, zu dem Ärzte, Psychologen, Pflegekräfte und ehrenamtliche Helfer gehören. Sie alle spezialisiert auf die ambulante Betreuung unheilbar kranker Menschen. Ich möchte meinen Patienten oder den Patienten unseres Teams die Möglichkeit geben, dass sie in der gewohnten Umgebung den letzten Weg gehen können. Denn da sind sie geborgen, da haben sie das Familienumfeld, was sie begleitet. Und wir unterstützen die Familie bei der Begleitung. Bei der Palliativversorgung geht es vor allem um die Linderung von Schmerzen. Schmerzfreiheit stärkt den Lebensmut und kann sogar das Leben verlängern. Neben der Erfahrung im Umgang mit solchen Patienten liegt die Stärke des Palliativ-Care-Teams in der engen Zusammenarbeit von Schmerztherapeuten, Krebsmedizinern und anderen Fachärzten. Krankengymnastik soll verhindern, dass Laura Denzer weiter an Kraft verliert und ihr zugleich das Atmen erleichtern. Durch die Nase einatmen. Zu den Leistungen des Teams gehört schließlich auch noch die professionelle psychologische Unterstützung für Patientin und Familie. Wir selber sind seit 2011 in der Lage, diese Leistung zu erbringen. Bekannt ist es nach wie vor zu wenig, das muss man sagen. Es ist weder bei den Ärzten genügend bekannt, noch bei den Patienten, geschweige denn bei den Angehörigen. Der Tumorpatient Werner Müller und seine Frau haben bei einer Pflegeberatung von dieser Möglichkeit erfahren und sich dafür entschieden, auch auf Anraten ihres Hausarztes. Dr. Bernd Marger kennt das Teltower Ehepaar seit vielen Jahren und kümmert sich weiterhin regelmäßig um Werner Müllers Herzprobleme und Diabetes. Aber da seine Hausarztpraxis voll ausgelastet ist, sieht Dr. Marger es keinesfalls als Konkurrenz an, dass die Palliativversorgung von einem darauf spezialisierten Team übernommen wurde. Bei dem großen Anteil unserer Patienten haben wir als Hausärzte nicht die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar zu sein. Und die Besonderheit auch, dass hier immer das auch fachlich ausgewogen ist, wer dann sich konkret um den Patienten kümmert aus dem Team, das macht die Besonderheit mit aus. Das können wir als Hausärzte nicht leisten. Wenn es ihrem Mann wegen seiner Krebserkrankung plötzlich schlechter geht, findet Gisela Müller nun über die Hotline des Palliativ-Care-Teams schnelle und genau passende Hilfe. Je nach den Symptomen, die sie beschreibt, wird einer der Fachärzte herangeholt oder Schwester Monika nebendank kommt, um Medikamente aus dem Notfallkoffer zu verabreichen. Seit wann besteht denn die Übelkeit? Können Sie mir das sagen? Seit heute Morgen. Seit heute Morgen. Sie bleibt da, bis Übelkeit und Schmerz nachlassen und das Ehepaar wieder zur Ruhe und Sicherheit gefunden hat. Wir wissen, dass unsere gemeinsame Zeit ziemlich begrenzt ist. Wir sprechen offen über dieses Thema. Aber wenn der Tag X kommt, davor habe ich große Angst. Aber ich weiß, wenn ich anrufe, ist das Palliativteam sofort da und kann mir dann in meiner Not helfen.